Toll. So, gut. Dann nochmal zum Wohl. Für den offiziellen Anfang. Ach, mit einem alkoholfreien Bier. Das verbessert bestimmt meine kognitiven Fähigkeiten enorm. Es schmeckt tatsächlich ein bisschen flach. So, mir gehen diese komischen Geister trotzdem im Sack. Diese respawnen. Vor allem, was hält mich eigentlich auf, diese Hütte hier einzudringen? Das ist... Na gut, das Holz ist schon relativ dick. Na gut. Das ist bestimmt, atmet bestimmt gut. Ich muss ja irgendwie... Also das heißt ja, der Eingang ist im ersten Stock. Den habe ich auch schon gesehen, aber... Und wie so richtig klar ist, wie ich mir hier reinkomme, ist mir noch nicht. Ich habe übrigens 276 Zen bei. Wie hinten war da auch noch irgendwie was, ne? Ob mir nicht wiederholt was? Ne. Also die bringen jedes Mal nochmal neue XP. Das sind die auch nicht schlecht. Also richtig ein festes Muster, wonach wir respawnen. Haben die aber auch nicht, ne? Da oben war ich da auch schon, oder? Ach, dieser verdammte Nebel. Hallo, Yamikoi-Dingsbums. Fuck. Dein Lieblingsgebiet. Was du hier gesucht hast? Den Eingang nehme ich mal stark an. Ich habe da unten, glaube ich, gerade was gesehen. Lol. Wo kommt jetzt immer der Bogenschütze her? Hey, wie viel sind das da? Alter! Warum hat denn jetzt dieses dämliche Dings gemacht? Das wollte ich gar nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Typen hier... Dass die so hintereinander weg... dass die alle auf einmal respawnen, oder? Weil der Wichser hier war vorher nicht da. Oder? Also ich kam ja gerade nach oben. Das Gebiet ist klein dumm. Ja, das sind, wir finden den Eingang schon. Erstmal muss ich mir mein also irgendwann muss ich leider abbrechen und nochmal neu machen. Um neue Heiltränke zu holen. Aber bis es soweit ist, können wir ja lustig rumflauschen. So, also wir haben erstmal diesen Ast hier. Der bringt uns aber nicht wirklich weiter. Also sollte er. Macht aber nicht. Ich meine, die einfachste Lösung wäre natürlich jetzt hier einfach... Das können wir nicht. Eventuell, oder das Ding hat ja hier so ein... Das sieht so aus, könnte man hier irgendwie runterkriechen. Vielleicht war es ja auch ein roter Hering mit den drunter, ich dachte, ich versuche mal zu klopfen, vielleicht bringt es ja was. Kannst du hier das nicht wieder runterkriechen können? Mal gucken. Ich kann mal irgendwie... In der Mitte sehe ich auch Feuer. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich für den Ding da halten soll. Ich kann es nicht anvisieren. Und bis jetzt hat das Spiel mir noch nicht keine Möglichkeit geboten, einfach irgendwie die Landschaft zu holen. Ich könnte natürlich ranspringen und dann hauen. Ich meine, ich bin gerade rangekommen und es ist nichts passiert. Aber das bringt's nicht. Keine Höhle. Das ist der Typ mit der Flöte, die Tür herbeizaubert. Also so wie die Glockenläutenden in Bloodborne. Die habe ich übrigens auch gehasst. Die Glockenläutenden. Aber immerhin klingt die Flöte klingt deutlich sympathischer. Was ist denn hier schön? Das ist eine Höhle? Nö. Das heißt, wir fangen jetzt an mit Illuwand. Ein kleines Drecksgebiet mit einem geheimen Eingang. Was soll uns die Flöte eine Hilfestellung geben anhand der Melodie? So, was ist gerade gestorben? Wir haben gerade 91 Dingsbums Timmy-Taler gekriegt. Vor allem, warum können wir eigentlich da hinten wieder zurück? Das würde doch nur Sinn ergeben, wenn wir irgendwie... Wenn es hier irgendwie einen anderen Pfad gibt, oder? Also... Vor allem, da hinten hängt noch so eine dumme Leiche. Und warum gibt es diesen scheiß Ast hier überhaupt? Was bringt denn der? Der hängt ja erstmal irgendwie nur so rum. Oder ist der für den Rückweg gedacht? Weißt du? Das ist der Teil, der für mich nicht so richtig... Und vor allen Dingen...
Ich kenne die Geister aus der Entfernung gar nicht sehen, fällt mir gerade so auf. Ist das wirklich nur der eine Hund? Ich gehe nochmal zurück zu den Bogenschützen. Ist schwer zu sagen, wenn man die Lösung kennt. Naja, wir werden es sehen. Ich will hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen rumprobieren. Also, wenn ich es in 20 Minuten nicht geschafft habe, dann können wir immer noch darüber reden, vielleicht eine kleine Hilfestellung zu geben, aber bis dahin. Versuche ich mir nochmal mein Glück hier oben. Warte, ich bin hier so verwatscht. Wie bin ich denn an dieser scheiß Kante da rankommen? So, wa? Fickt euch. Oh, was ist denn das hier? Warte mal, hier war ich auch noch. Oh fuck, warte mal. Ach du Scheiße. Okay, das sieht ja recht sicher richtig aus. Ich muss hier bloß mal. Ich muss hier bloß mal irgendwie kurz das, die Aufmerksamkeit. Ich muss den Dicken da. Ich muss definitiv den Dicken Attentätern. Dann komm ich jetzt halt wieder hier hoch. Ansonsten drehe ich hier durch. Oh nein. Hä? Warum kann ich das jetzt nicht. Warum kann ich das jetzt hier nicht anfassen? Oh. Hallo! Ich hoffe, das ist der einzige Hund übrigens. Oh, hallo Bann. Mit einem Rät-Dingsbums. Ich sehe keinen Hinweis, dass irgendwie mit Great hat. Ich nehme an, du bist alleine hier. Warum hast du denn nicht eine Schneeflocke? Es ist Sommer, Junge. Hallo Bann. Grüß dich, Bann. Auf jeden Fall. Aua! Oh, hallo Maria. Und wer noch? Rock redet auch. Rock, der alte Wikinger. Warum ist das Reden eigentlich so eine Spitzhacke? Also, hat darüber schon mal irgendjemand nachgedacht? Ich meine, das ist ja eigentlich ziemlich unlogisch, ne? Okay, die Dragonen ist auch da. Ach, jetzt kann ich hier aber wieder hoch, oder was? Hä? Wie, weil ich kann nur von da oben? Was ist das für ein Beschiss? Hä, warte mal, ich bin doch da gerade auch hochgekommen. Wie jetzt? Oh, das ist ja ein behinderter Winkel, also wirklich. Also wer auch immer da gerade rumgeballert hat, hat mich jetzt schon... Alter, was denn? Ach, das ist ja sowieso ein Boss. Ja gut, dann ist jetzt, müssen wir jetzt eigentlich nochmal zum Leuchtfeuer zurück. Und resetten, oder? Alter, kenne ich den schon? Der sieht aus wie der Säufer. Und für Asche bringt mir gar nichts. Sind das schießende Affen? Tatsächlich. Ey. Die Affen sind bestimmt großartig mobil, ne? Oh. Also im letzten Gierstund bin ich erfolgreich gescheitert, wenn ich mir recht entsinne, oder? Der hat auch so eine Giftklinge. Vielleicht lässt er sich nicht aus der Fassung bringen. Ach. Da kann ich nur wieder dazu bringen, unter dieser Kante zu stehen. Das würde mir mein Leben erheblich vereinfachen, wenn ich den... Einfach nur da Drop-Attack oder was? Also eigentlich wäre es eigentlich viel einfacher, wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde, oder? Oder? Geht das hier hoch? Geht das überhaupt? Na gut, ja, wenn er... Das geht gar nicht, oder? Wenn ich das... Oder? Naja. Wäre es einfach gewesen. Nein, ich bin draußen tot. Oh, ich bin tatsächlich tot. Nein, bin ich nicht. Fick dich. Gerade ein bisschen wenig Heiltränke, aber ansonsten. Da haben mir ja schon viel Schaden zugefügt.
Was? Ich weiß nicht, warum mich damit getroffen hat. Was? Viel Spaß. Ah. Ach, hallo, Leonor. Lucifer Straße 4 gefunden? Mit so einer komischen. Also, wer hat da so eine doppelte Grab-Attacke? Ich, warte mal, ich mach das mal anders hier. Ich brech das mal komplett ab, geh wieder irgendwie kompletten Weg zurück. Regeneriere mich und geh instant hierher und mach das mal anders. So, dann halt. Das Band wurde geschickt werden, keine Ahnung, was dagegen. Was? Slender redet mit einer Gruppe von 10 Personen. Achso, gut, dass es da nicht stand. Mann, warum liegt denn jetzt dieser Penner hier? Was soll denn das? Du Arsch! Du warst schon tot! Also, eigentlich wart ihr alle tot. Oh Mann! Ihr wart alle tot! Gut, der ist da aber trotzdem. Ach, das ist doch scheiße. Also wirklich. Na gut. Ja, so viel dazu. Wo bin ich jetzt endlich wieder? Wo ich mich da noch erinnern kann? Das regt ein bisschen auf. Will ich da runter? Ich habe leider vergessen, welchen Weg ich letztes Mal gelaufen bin. Den kann ich mich auch nicht erinnern. Hey, der weiß überhaupt nicht, dass ich da bin. Okay, ich werde wieder sterben. Oh. Ja, liebes Spiel, könnten wir bitte... Okay. Ich lasse mich jetzt mal sterben, weil das ist ein bisschen sinnfrei, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich konnte mich gerade nicht mal bewegen. Also ich konnte gerade nur so langsam gehen, wie ich gerade ging. Hey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Da war ich letztes Mal noch nicht. Also sie haben noch einen Boss anscheinend gefunden. Das ist ja schön. Also hier gibt es zwei Bosse in der Nähe. Das ist großartig. Ganz und gar großartig. Dafür, dass ich eigentlich nur dieses dumme Haus... Ach, hier gab es nur die Hühner. Passt natürlich irgendwie. Ich hätte vielleicht irgendwie mein Geld mal ausgeben sollen vorher. Achso, das ist jetzt zu spät. Achso, der Kopflose ist da unten. Okay, gut, da will ich aber gar nicht hin. Der Kopflose kann mich mal. Der hatte keinen Kopf. Offensichtlich nicht, nein. Achso, guck mal, jetzt aber hier. Warte mal, dann, mal sehen, ob ich diesmal runtergeschossen oder ob ich mich diesmal erfolgreich reinschleichen kann. Ohne einen Kampf zu geraten. So. So. Also ich nehme mal nicht an, dass ich ihn hier direkt beim ersten Versuch attentätern kann, weil ich meine, der hat ja seine... Ja, war klar. Oh. Hey! 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 Was ist denn das schon wieder? Wie haben diese Affen, also im wahrsten Sinne des Wortes, diese Affen, mich gerade mehrfach getroffen? Wie geht denn das? Ich bin noch extra ausgewichen. Also. Hallo! Hi! Hey! 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 Was ist denn das? Oh, diese scheiß Affen, also wirklich. Also sie sind eigentlich an sich total einfache Gegner. Das sind wortwörtlich Affen. Hast du den Weg auf jeden Fall schneller gefunden als ich? Da steht ein Nebel drauf? Naja. Also ich könnte jetzt an ihn theoretisch auch vorbeilaufen, soweit ich das sehen kann. Wir machen das natürlich nicht. Aber wir hauen wieder ab. Und hoffen, dass, und hoffentlich müssen wir bei denen nur einen Lebenspunktebalken schaffen. Okay, jetzt haben wir natürlich doof. Jetzt müssen wir nämlich den kompletten Weg wieder zurück. Ach ne, müssen wir nicht. Wenn ich nicht runtergeschossen habe. Gut. Muss ich hier bloß wieder an dieser einen magischen Stelle stehen, wo man sich hier hochkreppeln kann. Also, dass die Affen mich gerade alle getroffen haben, ne? So, das muss ich irgendwie noch schaffen, an den Typen vorbeizustellen. Mal sehen, ob das überhaupt geht. Wenn nicht, muss ich den regulär... Wie auch immer ja mitgekriegt, dass ich wieder da bin. Der Affe hat den Hut. Ja, das sind Affensoldaten. Der Hut war der relevanteste Teil am Affen. Ach, jetzt geht der hier patrouillieren oder was? Du sollst dich wieder hinsetzen, Bursche. Wie ist er eigentlich so fett geworden? Also, er sieht leider relativ aufmerksam aus. Ich hätte vielleicht leveln sollen, dass ich mich besser ranschleichen kann, ne?
Ich sehe jetzt nicht, wie ich mich hier in den Rand schleichen kann, oder? Ja. Okay, gut, das geht nicht. Das heißt, ich kann hier in die andere Richtung entkommen. Mal gucken, ob ich das kann. Das wäre ja auch, also ich bin nämlich, wenn ich tot bin, bin ich tot. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, komme ich hier wieder zurück? Das Problem ist, ich kann auch gerade keinen Heiltrank trinken. Scheiße, ich komme nicht wieder zurück, oder? Das muss irgendwie gehen hier. Moment, das sehen wir gleich. Sieht ganz schlecht aus mit zurückkommen, ne? Nee? Hm. Ich ja hier. Ja, da sieht er mich erst recht. Ich sehe das nicht, dass ich mich hier irgendwie durchschummeln kann, ne? Ja, das Problem ist, gegen diesen Fetti-Gegner-Typen werden Menschen in der Realität finden. In der Regel zu viel essen, zu wenig bewegen. Ja, aber er ist ja hier, er ist ja großer Schwertkämpfer. Das ist... Und vor allen Dingen wird man ja dadurch nur fett und nämlich groß. Das ist die ganzen großen, also vielleicht sind die großen Typen. Ja, klar. Hm. Er regt schon ein bisschen auf, muss ich ja sagen. Der Typ, ne? Boah. So, jetzt gebe ich hier meine letzten 5 Taler aus. Oh, ich habe 808 Erfahrungspunkte verloren. Hier, kann ich einmal Munition verkaufen? Kann ich eigentlich irgendwas verbessern? Warte mal, ich kann doch bestimmt... Kann ich vielleicht schleichen, Devin? Das wäre jetzt gut. Das hat doch nur 2 gekostet, oder? Woanders. Hier der Mist. Das Bier schmeckt übrigens ein bisschen komisch. Und nicht clown-komisch, sondern... Ja, verdammt, ich brauche 3 Punkte dafür. Na gut, das Hörvermögen ist jetzt nicht mein Problem. Ich werde halt wirklich gesehen. Na gut. Also trotzdem, ein bisschen dreist, wie der Typ mich hier gerade kaputt gehauen hat, ne? Achso. Hier bin ich lang gesprungen. Da unten ist der Kopflose. Ich nehme mal, wir können ja mal den Kopflosen versuchen, wenn ich den irgendwie anvisieren kann. Aber das Problem ist an diesen Kopflosen, dass er halt Furcht macht. Und ich kann ihn von oben nicht anvisieren, oder? Was ist das denn? Nein, ich will es den Kopflosen keinen Spoiler. Also ich habe das Gefühl, dass den Kopflosen, da müssen wir noch ein bisschen mit Taktik rumprobieren. Da ist der Besoffene, glaube ich, von der Taktik her einfacher. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Na gut, dass ich vorher mal nach... Na gut, das brauche ich ja auch nicht mehr anfangen, um Videos auszugeben. Hä? Ah, ein Huhn. Ausgeguckelt. Krieg die schon alle irgendwie alleine kaputt, wenn ich sie ganz doll anschreiben muss. 128 Erfahrungspunkte, das ist eigentlich gar nicht mehr so wenig. Ich hab gesagt, keine Ahnung, wie ich den scheiß Kopflosen tot kriegen soll. Also das ist eine Aufgabe für Zukunftsburnout. Das Problem ist, dass man den nicht rumrennen kann. Wahrscheinlich kann man das irgendwie brechen mit diesen Anti-Angstmittel. Nehme ich mal an. Ja, die anderen Typen können wir jetzt auch vorbeirennen, aber das... Ach, den Besoffenen müssen wir eigentlich tot kriegen, oder? Aber der heißt ja komplett anders. Ich habe gar nicht auf seinen Namen geschaut. Das ist bestimmt ein guter Name. Eigentlich heißt das Huhn Björk. Gehört gar nicht mir. Aber es war voll der kreative Name. Das Beste, was ich machen kann, ist ranstürmen und versuchen, irgendwie einen Affen... ...so zu töten. Ohne mich großartig aufzuregen. Zumindest sind Affen nicht besonders schnell im Nachladen. Welchen ist es? Oh, ich habe gerade das Zombie-Ninjutsu drin. Das ist sehr gut.
guck mal, ach, da oben kommt wieder zurück. Das ist gut zu wissen. Das Spider-Affen ist schlecht. Achso, ich kann, ach, ich kann das nur bei. Das hätte ich beim ersten abmachen wollen. Ich hätte gerade überlegt, ob ich hier irgendwie diese. Schaden da halt auch drückt, ne? Das ist halt. Das ist auch ein bisschen brutal. Ey, Mann, ey. Das ist halt. Das ist ziemlich behindert, wie viel Schaden der macht. Gut, der ist fett. Fett wie Sack, aber. Hey! Das ist vor allen Dingen. Er hat nur zugestochen mit seiner Scheiße, also wirklich. Da hört das Wort. Verbrennt? Ey, wie konnte mich das denn treffen? Vor allem, das ist ja nur sein. Ey, hallo! Ach, das ist doch scheiße! Wie viel Reichweite er einfach nur hat mit seinen dummen Rumstechen da, also wirklich. Na okay, wir rennen ja nicht vorbei. Das regt mich schon wieder auf. Das ist der drückt so einen dermaßen Schaden an selber keinen. Und die letzten Attacken kann man wieder nicht blocken, glaube ich. Das sind schon wieder zwei Perlen für später, ne? Oh Gott, hier, wow. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, ein Witz, wo bin ich denn jetzt gelandet? Warum ich gerade gelandet bin, hier wollte ich. Oh, hallo. Was, ein Schwanfleck? Google? Was? Will? Was? Björk hat ein Schwanfleck? Björk hat vor allen Dingen Fell und winkt. Das. Das sieht die ganze Zeit aus, wenn wir das so machen. Die ganze Zeit. Also die Hintergrundstory, warum ich jetzt bei meinem Huhn habe, ist die, dass wir im. Es gibt in Leipzig ein Maison du Monde irgendwo in der Innenstadt. Das ist so ein französisches Möbelhaus. Und da gab es dieses Huhn. Wir waren schon mal da und haben das gesehen und dachten, ja, das ist zu dumm, das nehmen wir nicht mit. Fand das aber total toll. Ich habe ein Bild davon gemacht, auf jeden Fall, von diesem Huhn. Und dann waren wir wieder da und dann gab es das nicht mehr. Und jetzt waren wir letztes Wochenende dort und es gab dieses Huhn wieder. Da blieb uns nichts anderes übrig, als dieses Huhn zu kaufen. Alter. Und doch noch. Das haben wir jetzt, dieses Huhn. Das ist die ganze Story. Also mein Zombie-Affe hat sich ganz lang gehalten. Also er hält sich noch. Habt ihr mich vergessen über den Zombie-Affen? Wie lange hält denn dieser Zombie-Affe? Er ist tot. Ey, der Zombie-Affe hat gerade behindert lang gehalten. Er hat zwar überhaupt keinen Schaden gemacht, also er hat die anderen Affen nicht getötet, aber durchgehalten hat er. Das muss man ihm mal leidlos lassen. So. Wir sind irgendwo anders jetzt, nehme ich an. Vielleicht oben, wo wir. Ach, sind wir hier oben bei dem Baum. Ah. Was soll ich damit sagen? Ach, sind wir hier. Okay, verstehe. Ja. Verstehe.
Verstehe, verstehe, verstehe. Jetzt haben wir zwar zwei Bosse komplett, also was heißt Bosse ausgelassen, aber so Zwischenbosse halt nicht gemacht. Was eigentlich sehr schade ist. Wir müssen diese Pfeife mal töten, fällt mir gerade so ein. Was zur Hölle ist das? Grabwachsclub, ein klubfertiges Haus und inneres Körpers erspäht. Also, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mit ihm auch reden können, ne? Ich hab den jetzt so dreist getötet. So schnell. Also, der war viel zu einfach. Ist der französisch so ein Huhn? Kokobi. Oh, guck mal, jetzt ist die Illusion von diesem Haus weg. Das ist ja wie bei Dark Souls hier. Das war der Pinwheel von Sekiro. Ach so. Ja, aber nicht ganz wie Pinwheel. Das erinnert mich eher an A Winged City. Das ist halt alles irgendwie nur ein... Ach, guck mal, hier ist ein Grab. Das ist so ein Traum ist, der am Leben gehalten wird. Durch die letzte Erinnerung oder durch irgendetwas. Sobald es vorbei ist... Also zumindest mit diesen nervigen Nebel los. Bin ich mal sehr gespannt, ob der Kopflose jetzt... Vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, ich habe halt gedacht, jetzt kommt hier übel was. Und habe ich gesehen, dass... Oh, noch mehr Hühner. Da hat er irgendwie... Dann hat er halt nach zwei Schlägen irgendwie war der Balken fast voll mit Finishing-Move-Dings. Und dann dachte ich mir so, naja, ach Gott, das könnte vielleicht gut werden hier. Der Ort sieht zugegebenermaßen schon sehr viel ausgebrannter aus als vorher. Achso, warte mal, hat er jetzt irgendwas zu sagen? Er lebt noch. Ich bin furchtbar alt geworden, aber dieser alte Mann würde Buddha gerne noch einmal in seinen Tempel zurückkehren sehen. Tja, der Buddha, wie auch immer. Na gut, so viel dazu. Haben wir heute wieder viel erreicht. Fünfmal gestorben, aber... Sagt nee, da oben ist ja mein Leuchtfeuer, genau. Ich weiß nicht, warum das so blau leuchtet. Tja, Habe ich jetzt einen Hebetskerl für den Burschen gekriegt? Nee, wa? Schade.